So, und da sind wir wieder. Alles auf Anfang. Wenn ihr den ersten Run noch nicht gesehen habt, dann guckt euch den auf jeden Fall nochmal an, weil sonst ist glaube ich ein bisschen verwirrend. Beziehungsweise werde ich jetzt auch nicht nochmal alles ausführlich erklären, sondern jetzt geben wir ein bisschen Gas und versuchen natürlich besser, also das, was wir im ersten Run gelernt haben, anzuwenden, um natürlich jetzt ein besseres Ergebnis zu erzielen. Im ersten Run haben wir ein bisschen reingeschissen noch, aber vielleicht kriegen wir das ja besser hin. Mal schauen, was die Demo so hergibt. Ich weiß gar nicht, ob das Game überhaupt schon released ist. Ja, auf jeden Fall ein Game, was ich mir kaufen würde. So, und zwar haben wir hier 11:28. Ich hoffe, das ist immer so. Yes, okay. Also können wir das auf jeden Fall schon freischalten. Somit haben wir nämlich jeden Tag 20 extra Schritte zur Verfügung, was uns natürlich einen Vorteil bringt. Und hier nochmal, ich glaube, da gab es noch irgendwas, oder? Irgendwas gab es hier drin, glaube ich, noch. Ja, hier noch so ein Blatt, bla bla bla. Genau hier das. Hier, und das heißt 1, 2, 3, 4. Beim vierten oder hier links beim 1, 2, dritten von unten. Da müssen wir grüne Räume platzieren, um da natürlich mit der Schaufel, also die Schaufel brauchen wir natürlich auch, möglichst viel Loot rauszuziehen. Ich glaube, das da war uninteressant gewesen. Das wüsste ich jetzt nicht, wofür man, was man da machen kann. Oh, alles klar. Das ist auf jeden Fall schon mal etwas, was wir beim ersten Run erst am dritten Tag freigeschaltet hatten. So, dann jetzt wieder rein in die Hütte. Natürlich ein bisschen Gas. Das kennen wir ja schon. Das meiste. Mal, war da vielleicht auch noch mal was? Ja. Das weiß ich nicht, wie man da reinkommt. Keine Ahnung. Aber war auch kein Schlüssel. Vielleicht kommen wir ja später irgendwie da raus oder so. Kann ja sein. So, das heißt, wir fangen erstmal wieder hier links an. Ja, Klosett ist nice, aber können wir vielleicht später machen. Ich würde immer jetzt erstmal versuchen, soweit es geht, erstmal zum Rand zu kommen, weil das hat uns natürlich auch letztes Mal das Genick gebrochen, dass wir zuerst weiter oben waren und uns dann den Weg verbaut haben. Das heißt, genau, so sind wir jetzt ganz am Rand. Das heißt, dann machen wir hier Palor. Genau, und da gibt es immer so ein Rätsel, wo man hier dieses Ding braucht. Genau, das können wir auch einmal lesen. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn man es liest. Bei manchen Spielen ist es ja so, wenn man es nicht gelesen hat, dann funktionieren manche Sachen nicht. So, und jetzt eine ist gelogen, eine ist wahr und eine enthält einen Schatz. Das ist wahr. Dann ist das gelogen. Die blaue Box ist wahr. Warte mal, wie war das? Na? So, eine Box enthält ein wahres Statement. Eine enthält ein falsches Statement. Und nur eine Box enthält einen Preis. Aber welche? Also sie sind ja beide richtig. Die sagt, die blaue Box sagt die Wahrheit. Und die blaue Box sagt die Wahrheit, weil wir sind im Palor. So, und diese Box ist gelogen. Ach so, wenn diese Box gelogen ist, dann muss ja hier was drin sein. Aha. Gute Kopfe. So. Dann, ich sage mal, den hier. Da kriegen wir nochmal einen Gem.
Da in der Mitte. Und meistens ist hier auch eine Truhe. Da nicht, da nicht. Ne, diesmal keine Truhe da. Und jetzt bräuchten wir eigentlich einen grünen Raum, ne? Ne, leider keinen grünen Raum. Und Geld haben wir auch keins. Aber das ist ja nicht schlecht. Wenn wir kein Geld haben, dann kriegen wir nämlich auch keins abgezogen in der Kapelle. Schauen wir mal das. Auf jeden Fall bauen wir uns den Weg nicht zu, das ist schon mal gut. Hier kein Geld am Start. Da liegt noch ein Gem, sehr gut. Nee, sonst liegt hier immer ein bisschen Geld, aber diesmal wohl nicht. Ich sage, gehen wir noch weiter hoch. Hauptsache wir verbauen uns die Wege nicht. Das ist wichtig. Aber hier Korridor. Weiß nicht, vielleicht wäre es auch gut, wenn wir einfach straightforward ganz nach oben zu dem Raum gehen. Das haben wir auch noch gar nicht probiert. Dann mal. Ich meine, wir haben auf der anderen Seite noch genug Platz, um die anderen Räume zu bauen. Und da ist locked. Okay. Also hier geht es schon mal nicht weiter. Das heißt, wir bräuchten jetzt ja. Security. Ja, da kommen wir weiter nach oben. Ich würde einfach mal versuchen, ganz nach oben zu kommen. Vielleicht schaltet das ja irgendwas frei. Genau, das Video kennen wir schon. Das haben wir schon im ersten Playthrough gesehen. Deswegen, wenn ihr das nicht gesehen habt, dann guckt euch das nochmal an. Genau, und hier sagt er uns nämlich, dass blaue Memos immer wahr sind und rote Memos immer gelogen. Das war auch was, was wir am Anfang noch nicht wussten. Ach so, und hier können wir... Ah. Okay. Da haben wir nichts. Keycard-System. Keycard-System-Settings. Set Security Level. Low. Machen wir mal low. Change Offline Mode. Unlocked. Okay, das heißt, wenn wir den Strom ausschalten, dann sind die Türen entriegelt. Swan Song ist das Passwort. Schauen, ob wir hier noch was machen können. Electronic Mail. Genau, dafür müssen wir ins Office. Staff Service, ne, da können wir auch nichts. Doch Spezial Orders, aber haben wir glaube ich schon. Ne, haben wir nicht. Das heißt, wir können hier Place a Order. Wir können hier Metall Detektor. Ich würde erstmal eine Schaufel bestellen, die sind eigentlich ziemlich gut. Damit können wir natürlich immer noch mehr Loot bekommen aus den genau da geht es nicht weiter, aber falls wir genau hier stand das Terminal Passwort, da brauchte man aber die Lupe, um das zu entziffern, haben wir aber auch schon gemacht. So. Brauchen auf jeden Fall mal. Ja, Schlüssel wäre gut. Vielleicht brauchen wir den nächsten Schlüssel, um die nächste Tür aufzumachen. So. Terrasse. Garage waren wir noch gar nicht. Und da kriegen wir drei Schlüssel. Das wäre natürlich nice. Aber wir verbauen uns halt auch den Weg nach oben, ne? Das ist schlecht. Und da ist bestimmt auch das Licht aus, oder? Ich hatte gesehen, da war immer das Licht aus in der Garage. Wir machen mal die Garage, mal schauen. Ne, Licht ist an. Da
Guck mal, da auch einen Schlüssel, oder? Ach, hier hängen die Schlüssel. Ach, stimmt. Was ist das? Hallo? Genau, da braucht man die Autoschlüssel. Okay. Das ist Bagage. Aber hier können wir nichts machen, oder was? Aber guck mal, da können wir dann mit dem Auto wahrscheinlich hier rausfahren, ne? Vielleicht kommen wir dann da in den Garten. Aber dafür brauchen wir erstmal die Autoschlüssel. Hier können wir nichts machen. Hm. Schade, dass man das hier hinten nicht aufschließen kann, ne? Weil das, da ist doch eindeutig ein Schloss. Hm. Gut. Aber wir haben auf jeden Fall vier Schlüssel am Start. Und da müssen wir den Strom ausschalten. Das heißt, es wäre jetzt eigentlich ganz gut, wenn wir die Breakerbox bauen. So, hier geht's noch lang. Allerdings hier Passageway. Wir müssen wieder weiterkommen. Gehen wir mal hier nach oben. Spare Room bringt uns nichts. Bedroom bringt uns auch nichts. Guest Room. Ja, dann kriegen wir 10 Schritte. Das wäre schon mal nicht schlecht. Weil wir haben nur noch 27. Das heißt, es geht zu Neige. Und Würfel. Würfel auch sehr gut. 2 Stück sogar sehr gut. Damit können wir, wenn da keine Räume dabei sind, die wir haben wollen, können wir die würfeln. So, da ist wieder die Kapelle. Das heißt, ja genau, wir gehen in diese Richtung weiter. Am besten was nach, genau das geht nach, ja das ist gut. Es geht nach links hoch. Ja, ich würde auf jeden Fall versuchen, in dem Run bis ganz nach oben zu kommen, wenn das möglich ist. Gelder ist auch da. Mal hier den Zettel lesen wir auch nochmal. Ich weiß, was der bringt. So. Bedroom? Nee, wir machen Spare Room. Weiter nach oben. Spare Room Rang 4. Verstehen. Ich weiß gar nicht, ob der Stuhl immer da steht. Genau, zum Glück haben wir ein paar Schlüssel uns gegönnt. Ja, da würde ich jetzt würfeln, weil wir kommen sonst nicht weiter. Oh. Hier Bedroom können wir machen. Kriegen wir 2 Schritte. Das ist nicht schlecht. Ich glaube, ansonsten ist hier nichts, ne? Ne, gar nichts. Jetzt bräuchte man was nach links geht. Kitchen. Sehr gut. Oh, keine Dings. Ja, wir können auch einmal würfeln. Machen wir nochmal. Komm. Mein Keller. Closet 2 Items. Hm. Weinkeller. Kriegen wir 3 Gems, das ist natürlich auch nicht schlecht. Machen wir mal. Ah, hätten wir jetzt vorher schon in einen grünen Raum gespawnt, dann hätten wir jetzt keine Gems gebraucht. Hier hatte ich letztes Mal schon alles durchsucht. Ich glaube, hier gibt es sonst nichts Geheimes. Nö. So. Mal hier zurück.
Dann hier nach unten. Drawing Room. Ja, das ist gut, da müssen wir nicht durch die Kapelle. Hier vielleicht irgendwie Feuer machen oder so, keine Ahnung. Nee, gibt sonst nichts. So, und dann sind wir nämlich wieder hier fast am Anfang. Hier, da haben wir angefangen. Gehen wir jetzt mal hier lang. Achso, sobald wir Rang 8 erreichen, wird da immer ein Essen serviert. Ja, machen wir mal hier Dining Room, weil es könnte sein, dass wir nicht mehr weiterkommen. Rang 2. So haben wir jetzt noch zwei Türen. Ich glaube, noch ein zweiter oben müssen. Ja, dann, so verbauen wir uns. Das ist schlecht. Nee. Nee, nee, da geht es noch eins weiter rüber. Weil grünes lohnt sich da nicht. Dann machen wir das hier, oder? Ja, wir haben noch genug Schritte. Jetzt erstmal hier das Zeug. Alles klar. So, war hier noch was? Ich sehe nichts, 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 nichts. Kiste vielleicht? Nö. Nö, gar nichts. Okay, unser letzter Gang jetzt hier. Ich hoffe. Ja, Office können wir machen. Und dann sind wir durch, ne? Schon wieder verkackt. Machen wir mal Office, dann können wir nämlich auf Mail-Versand zugreifen. So, Run Payroll. Speed Gold now. Okay. So, jetzt hier Log into Network. Swan Song. So, und dann hier, Electronic Mail. Tada, tada. Bla, bla, bla. Okay. Test that the current sequence is off, blue, green, white, red, purple. Ein Screenshot gemacht. Das ist schon uninteressant. Was haben wir da unten noch? Ah. Die war vom 5. Oktober und die andere war vom 8. Oktober, ne? Also scheint das wohl richtig zu sein. Ja. Das andere sagte, man muss alle auf lila setzen. Was wir jetzt hier Datatransfer machen? Security und Office. Was sollen wir jetzt hier Security machen?
Ach so, okay, dann können wir da drauf zugreifen, alles klar. So, was gibt's hier noch? Permanently upgrade. Okay. Greenhouse. Okay. Ist da noch was? March of the Count. Noch was? Oha. Tresor. Tresor hatten wir auch schon. Tresor war, ich glaube, 93, 86. Kann das sein? Oh Mann, wie war das? Damn. So, also ich habe nochmal geguckt. 90, 83, aber das war auf dem roten Zettel. Ich glaube, das ist falsch. Nee. Damn. Nee, weiß ich nicht, wie der Code ist. Aber zumindest wissen wir jetzt, dass der im Office versteckt ist. Ob es hier noch irgendwas gibt. Nee, ist sonst nichts, ne? Aber hier, Insert Disk können wir machen. Country Yard. Ah. Zwei Spots. Fünf. Oh, fünf Dick Spots ist nice. Is always left unlocked. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber 5 Dick Spots, das wäre nice. Yes. Super. Wild Run doch nicht ganz umsonst. Haben wir wenigstens noch ein gutes Upgrade gekriegt. Gut. Ist da. Nichts Interessantes. So, ich gucke nochmal auf den Plan, aber ich glaube. Hier geht nichts mehr. Nee. Also ich sehe keinen Weg, den wir noch beschreiten könnten. Ja, schade, wir haben es fast bis oben geschafft. Aber ich werde es auf jeden Fall nächsten Tag nochmal probieren. Aber jetzt machen wir erstmal hier. Call it a day. Yes. Das war Auswertung. Wie gut waren wir gewesen? West Facing Villa. Sehr schön. Ach so, weil wir hier so viel im Westen waren. Das ist nice. Hier West Wing Hall.